Oh, hi und willkommen, mein Name ist AndiRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ich pausiere mal, bevor die Gegner wieder hier auf mich zu retten und mich unterbrechen. Ja, boom, hier, Level 100. Ich bin mit jedem Charakter jetzt Level 100. Ich will mit Level 100 den Endboss erledigen, sonst, weiß ich nicht, sonst ist das irgendwie lächerlich. Das ist mir ein bisschen zu doof, ehrlich gesagt. Während ich aber auch noch auf Level 100 trainiert habe, habe ich mir so gedacht, komm, machst du noch ein paar Sachen. Und zwar einmal folgendes. Ich habe mit dem Kochwettbewerb hier mal nachgeschaut. Und man kann den gewinnen, aber nur, wenn man einen Charakter irgendwie in den Wettbewerb schickt, der alle Rezepte gemeistert hat. Und wie man jetzt hier sehen kann, Patty, ich habe mit ihr alle Rezepte gemeistert. Und sie sollte jetzt eigentlich gewinnen können in diesem Wettbewerb. Und dann kriegen wir, glaube ich, noch ein paar Titel, so wie ich das verstanden habe. Ne? Gut. Vorher gucken wir uns noch eine Skit an, die ich wahrscheinlich freigeschaltet habe, nachdem ich mit ihrem Charakter auf Level 100 gelandet bin. Also ja, die stärkste aller Gilden. Ja, so wäre. いくら何でも調子に乗りすぎだよ、お前ら。でも今の私たちならどんな敵でも人並みよきっと。ほら、ジュディスちゃんもこう言ってるし。でも少し不安になりません?こんなに強くなっちゃって。どういうことですか?エステリーゼ様。こんなに強くなって逆にみんなに怖がられて誰も近づかなくなるかもしれない。そう、檻の中で一生見せ物になったりしてね。 そういう話もあるかの。そんなことあるんだ。あるわけねえだろ。それもいいんじゃないの?一生檻の中で左打ちはで暮らせるなら、それはそれで吉よ。強くなってもみんな、あんまり中身変わってねえよな。あなたもね。Alles klar, wir gehen jetzt mal hier rein. Warum bin ich in Nordopolika? Ganz einfach, wir machen jetzt ein paar Kolosseumskämpfe, weil eigentlich Level 100. Wir sollten ja wohl einige schaffen. Wir haben ja noch die Solo-Kämpfe alle. Und ich habe vor, die auch mal hier zu machen. Irgendwann müssen sie ja mal gemacht werden. Ich nehme an, eigentlich, wir haben jetzt 30er-Kämpfe haben wir jetzt hier gemacht. Ne? Die sind, glaube ich, irgendwo notiert. Ne? 30-Mann-Kampf. So, glaube ich, mit jedem Charakter geschafft und Probleme. Schon, weiß ich nicht, vor 20 Leveln oder so. Und ich glaube, als nächstes gab es noch 50-Mann-Kampf und 80-Mann-Kampf und dann gucken wir mal an, ob wir die alle gepackt kriegen. Sollten wir eigentlich, ne? So, ich werde jetzt noch mal kurz übernachten. Vielleicht wird es dann Tag. Ich will ehrlich gesagt, dass es ein bisschen Tag wird hier. Und ja, ich habe eine Menge Geld, weil ich, weiß nicht, jeden irgendwie eine blaue Sephira hergestellt habe und ausgerüstet habe. Also kriege ich jetzt Unmengen von Geld nach jedem Kampf, weil ich eigentlich gar nicht mehr brauche, weil ich brauche nichts mehr kaufen, ich brauche nichts mehr herstellen, ich muss hin und wieder mal Essen wieder hier neu kaufen, aber das war es auch schon. Und ja, ich habe mich entschieden, Yuri zu benutzen in diesen 50-Mann-Kampf. Habe den Angriffsring gegeben, damit er noch schneller die Gegner kaputt haut und ja, sollte machbar sein. Lulis, er kriegt jetzt nur Erfahrungspunkte, das heißt, ich muss mit jedem anderen Charakter ausschaffen, um den wieder gleiche Erfahrungspunkte zu geben. Aber was soll's. So, hier haben wir nichts Neues freigeschaltet, ne? Das können wir übrigens auch noch mal machen. Und Carol irgendwie in unserem Team nehmen, damit wir irgendwie sehen können, ob sich irgendwie was an der Teamzusammenstellung ändert. Hier, ob, weiß ich nicht, Carol dann irgendwie wegfällt bei der Cloud des Leviathans. Leviathans, ich weiß, ich vergesse mal den Namen der Gilden. Und ja. Aber ist egal, wir machen jetzt erstmal Einzelmann. Da stand was von 100 Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie schwierig das jetzt hier ist. Das hier ist kinderleicht. Also hoffe ich mal, das hier wird auch noch machbar sein, wenn wir uns richtig anstrengen. Das hier auch noch. Das hier, weiß ich nicht. Vielleicht hat das ja irgendwie was mit dem Level zu tun. Ne? 30 Mann. Ich glaube, diese beiden Flitzpiepen, gegen die wir am Ende kämpfen, die waren auch so Level 30. Ne? Also wenn wir jetzt so nach dem Level gehen, würde ich sagen, die beiden könnten wir noch schaffen. 100, weiß ich nicht. Ja, wir versuchen es jedenfalls mal und gucken, was wir für Gegner treffen und ja, was wir für eine Belohnung bekommen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Waffen und so, die uns neue Sachen beibringen können.
wäre auch nicht schlecht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ich brauche einfach irgendeine Ablenkung von dem finalen Boss. Mir geht halt so auf die Nüsse. Also ich muss irgendwie ein Erfolgserlebnis haben, deswegen gehe ich jetzt hier rein und tu noch irgendwie ein Part hier dazwischen packen, bevor ich den schon wieder versuche. Und den Kochwettbewerb, den müssen wir auch gleich noch machen. Und ja, machen wir jetzt. Amüsieren wir uns. Willkommen zum berühmten 50-Mann-Nahkampf der Palestrale. Vor allem Weg zum 100-Mann-Kampf mit halb so viel Gegnern, aber nur ein ganzer Held kam hier siegen. In der Turmlandschlacht tauchen immer neue Gegner auf. Wie viele kann der Herausforderer besiegen? Und verpasst keinen Moment des heutigen Kampfes um Ruhm und Ehre. Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. Der heutige Herausforderer war früher gesuchter Verbrecher, jetzt der Held der Gilde, der heldenmutigen Vesperia. Applaus für Finsterfallstrecker Juri. Ja. Lass die 50 brutalen und furchterregenden Gegner frei. Fertig, kämpf. So. Ich habe so das Gefühl, das Zeitlimit ist wahrscheinlich wieder, was mir einen Strich durch die Rechnung macht hier, ne? Da, komm mal her. So. Sieht ja schwierig. Oh. Also mal gucken, ob hier irgendwie. Ich glaube, das sind die gleichen Gegner wie im 30-Mann-Kampf. Nein. So, Juri hat die Ruhm, also der kann angegriffen werden, blöde. Und ja, das ist egal. Das ist das Gute an Ruhm. Der Ruhmfähigkeit. So viel Schaden nimmt der, er nimmt einen Schaden, also ja, sage schon mal voraus, dass wir das hier schaffen werden, außer wird noch gleich voll knüppelhart. Aber ja, du lass dich schlagen, Fräulein. Oh, ehrlich, dann kommt natürlich wieder das auch hier, die rennt von mir weg. Natürlich hin und wieder mal checken, ob die Gegner hier neu sind oder nicht. Da muss ich jetzt auch noch mit jedem Charakter geschossen, ne? War ehrlich. Jetzt wieder auf den Arm nehmen. Komm her. So, da kommen echt die gleichen Gegner. Die sind aber genauso stark, ne? Ja, ich habe oben ganz mir nichts. Hab den beinahe mit einer Combo ja erledigt. Ich muss mal auf. Ich mal kurz meine Fernbedienung. Ich brauche ja nicht für diesen Kampf, brauche ich nicht, weiß nicht, aufpassen. So, das war einfach. Jetzt kommt neue Gegner, ne? Jet Ballon. Okay. So, jetzt wird es wahrscheinlich, welche Level seid ihr? 26. Okay, das ist auch noch nicht so schwierig. Aber der Schwierigkeitsgrad, der steigt wahrscheinlich an, ne? Ich glaube, die Gegner ist die Zeit aber auch recht gnädig. So, Soja, boom. Ja, Soja. Ich bin gerade vergiftet, ehrlich. Oh, hi. Da mal Boss Musik. Hi Nan. So, die ist Level 60 natürlich eiskalt. Oh, warte mal, wir sind bei Level 100. Hat die gerade erste Hilfe eingesetzt? Ich bin noch gar keinen Schaden gemacht. Hat jemand anderen geil. Na, hast du 100.000 ist doch nichts. So, komm mal her. Oh mein Gott, ich habe dich einmal angegriffen. Die setzt schon direkt hier über mit eine. Gibt's da jetzt einfach nicht. Was du da? So, mystische Art. Mit der Beto? Nö. Ein Schaden. Oh, ehrlich. Hilfe. Ja. Okay, die Magie macht mir ein bisschen Schaden. So, ich habe Bock mal auf diesen Giftzustand. Kannst du jetzt mal aufhören? So, komm mal her. Ist er noch
kommt denn jetzt vielleicht noch, ey? Oh, gut. Der Windschnitt hat noch getroffen. Okay, jetzt kommen noch mal 4 Gegner. Jun. Okay, du bist neu. Hey, das ist der erste Kampf, den man merkt gerade. Das ist schon lange her, seit ich das gehört habe. Wow. Das war aber... Okay, der Abschluss war ein bisschen antiklimatik, wenn du mich fragt, aber okay. Ich habe keine Gegenstände bekommen. Glückwunsch. Aus alle 50 Gegner besiegt. Wir haben einen fantastischen Preis für Yuri. Den Weg zum Ziel hast du geschafft. Wachst du auf den nächsten Level? Wir sehen uns dort. Adios. 10.000 Gold und Kräutersammlung. Oh, okay, cool. Ah, oh, cool. Um meine Werte noch hoch zu pushen. Wer weiß, ob ich die jedes Mal bekomme, ne? So. Was? Wird ja gar nicht angezeigt. 30 Mann. Nö, wird hier nicht angezeigt. Das wird es ein bisschen komplizierter machen. Okay. Na, alles klar, dann versuchen wir uns natürlich mal an 80 Mann Nahkampf. Na, ich halte nicht auf. Der Profit des Konzerns geht vor. Wer von euch nimmt teil? Yuri. Weil das war jetzt doch relativ einfach. Also die war Level 60, die war also 10 Level höher als die Anzahl an Gegner, die ich besiegen muss. Also wenn wir nach der Logik gehen, ist hier, weiß nicht, der letzte Boss irgendwie Level 90. Und zum berühmten 80 Mann Nahkampf der Palestrale. Hier trennt sich der Spreu vom Weizen. Ist unser Herausforderer ein tapferer Held und ein wahrhaltiger Trottel? Kampf auf Kampf auf Kampf. 80 Gegner, ehrlich, wer hätte das gedacht? Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. Sollte raus, vorher war früher gesucht habe, bla bla bla. Finster voll stärker, Yuri. Hey, sei gefasst, das Ende könnte nah sein. Fertig, kämpft. Ja, alles klar. Da kommen wahrscheinlich schon wieder die gleichen Gegner. Erstmal, ne? Ich dachte, ich war dagegen ab. 5 Minuten noch mal extra. Ja, ich hoffe, ich mit den anderen Charakteren alles schaffe. Weil sonst hat Yuri schon wieder irgendwie mehr Erfahrungspunkte als die. Ja, geh weg mit deiner Magie. Hi. Oder reicht sogar. Hey, lass mich in Ruhe, Mann. Na, was? Ich hab schon da keinen getroffen, ey. Oh nein, ich habe ein paar HP von, was bescheiden. Einfach drauf geklatscht, so, oh mein Gott. Ah, mein Gott. Okay, da habe ich jetzt auch einen Klon gehört. Oh, geht mal weg. Jetzt manchmal, ich doch andere angefarbt war. Mein Gott, warum treffe ich die alle nicht? So, du komm her. Kannst du mich die ganze Zeit anzaubern? Ich glaube nicht. So. Ah. Oh, was? So, jetzt habe ich wieder eine Kombo rein. Oh. Oh, ich bin hingefallen. Und oh Gott, der ist schon. Was? Also der hat noch 10. Ich dachte, er hatte 1000. Schlitz. Beine weggeschlitzt einfach. Das ist noch das dritte Kampfthema, ne? Hi. So, das ist ja noch einfach, also
Ja. Vielleicht kommen wahrscheinlich nur ein, zwei neue Gegner, ne? So 30 neue. Da kommst du schon wieder. Ja. Ist auch nicht sehr schwierig. Du hast 100.000 HP. Mein Gott. Aber nein, die normalen Gegner nicht schon hoch. Wir sind schon fast stärker als du. So, den. Oh. Und weg bist du. Jetzt kommen noch mal so 4 random Gegner. Ich irgendwie nicht so verstehe. Wer sollst du sein? Warum meinst du irgendwie was reißen zu können? Ist so irgendjemand Wichtiges? Ist das Story? Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Gott. Ich brauche mir schon mehr Sorgen, dass meine TP irgendwann ausgehen als meine KP. So, was kommt jetzt? Feuergeist, Schneegeist. Oh mein Gott, ehrlich, nicht so was jetzt, ey, ganz ehrlich. Ich kann den keinen Schaden machen, wieso nicht? Attribut Licht, ey, ehrlich. Kannst du nicht Feuer? Jetzt machen die mir keinen Schaden. Ja, der wird auch noch dadurch geheilt. Warte mal, Explosion. Mach mal. Machst du bestimmt den anderen auch Schaden, ne? Machst du wahrscheinlich den mehr Schaden als mir damit. Das explodiert er natürlich nicht. Ey. Jetzt, wo ich jetzt will. Jetzt mach ich doch mal. Mein Gott, wie viel hatten er noch? Ein Schaden. Ja, okay, hat mich betäubt, aber muss ich jetzt extra die Waffe wechseln hierfür. Ich nehme immer noch einen Schaden, also macht das ja nichts. Ah, ehrlich. Ich könnte meine mystische Art einsetzen, aber nein. So. Und ihr neuen? Nee. Mein Gott, das sind viele Gegner gerade. Bist du? Du bist auch wieder ein Alt, ne? Ja. Oh mein Gott, ich bin betäubt. Alter! Geht mal weg. Geht weg. Tun echt Licht absorbieren. So, ich traue diesen Schwertkämpfern irgendwie nicht. Die haben da irgendwie was Krasses oder so, ne? Nein, ich bin schon wieder vergiftet, ey. Von euch wurde ich vergiftet, ne? No. Und vergiftet, unversiegelt. Hey. Stinker. Du hast mir bestimmt hier Gift gerade angezettelt, ne? So. Oh, der Typ. Tyson, glaube ich. Er war der Boss. Nee, Tyson. Er ist auch Level 60. Ja, lass mir erstmal die erlegen, dann komme ich auf dich zurück, ne? Ist ja nichts dagegen, oder? Aha. Bin noch nicht mal in deiner Nähe, Kollege. Ein Schlag, der ist schon direkt betäubt, ey. Ja, bis jetzt sind nicht schwer, nur die Zeit ist das, was mich wahrscheinlich auffällt mit einigen Charakteren, so Carol oder Estelle, könnte ich mir denken. Der hat gar nicht eine mystische Art eingesetzt, der hat doch bestimmt eine, ne? Mein Gott, ehrlich,
ich bin den gerade in eine Combo ja am einpacken, ne? Und der tut dazwischen Angriff einsetzen oder versucht wenigstens. So, aber du bist auch weg. Zumindest jetzt ist es nur einfach. So. Oh. Ja, ich habe euch gesehen. Ich habe gesehen, wie ihr mich zugekommen seid. Ja, hab ich geblockt. Was machst du jetzt, ne? So, jetzt kommen, nehme ich mal an, wieder so wegwerf Gegner noch, ne? Ah, die Pille. Ich will nicht die Pille. Wir haben mir gerade die Pille gegeben. Und da sind wieder Magier. Und hey, wer bist du denn? Augusto. So, wo ich schon mal jetzt keinen Bock. Mein Gott, dann euch trainiere ich mich doch hoch, ey. Und ihr habt eine Chance. Oh. Also wenn ich meine Dings einsetzen würde, meine Überlimit, ey. Wieder eine mehr so folgt. So, du bist schon mal erledigt. Warte mal, ich kann doch jetzt wieder Dings ausrüsten, ne? Dürfte es dort, glaube ich, ein bisschen einfacher machen. So, naja. Komm, Bock auf so, warte. Na, oh, da war ja irgendwie klar. Okay, dann setze ich vielleicht doch mal meinen Heilheimtrank ein. Ja, okay, mach mal, Alter, Kollege. Kampf hat gerade erst begonnen. Blind, genau. Ja, du bist 50. Und du machst mir sogar ein bisschen Schaden. Dann mach ich mal dich platt, ne? Dann kommt dein Boss. Nehme ich mal an. So, Level 60 auch, alles klar. Ich kann mir vorstellen, mit einigen Charakteren wird ein bisschen schwieriger sein, diese ganzen Bossgegner zu erledigen. Aber ich würde sagen, das ist immer noch machbar. So, komm her. Bin schon fast versucht, den 100 Kampf auch gleich mal zu versuchen. Hat nicht so deutlich schwieriger wird. Und du bist weg. So, Problem ist, Yuri ist schon wieder voll hoch jetzt gelevelt. Und ich müsste jetzt mit jedem Charakter auch all das hier schaffen, um mit dem wieder auf dem gleichen Stufe zu sein. Also was ich machen werde, ist wahrscheinlich, um mir einige Komplikationen zu vermeiden. Ich werde erstmal gucken, ob ich mit jedem Charakter ja den anderen Kämpfe auch alle schaffe. Also 50 Mann und 80 Mann Kampf. Und dann werde ich mit Yuri halt nochmal versuchen. Also ja, keine Ahnung. Ich werde mir mal einfallen lassen. Ich werde dann irgendwann erklären, aber jetzt kommt Bock dazu. Ist zu kompliziert. Okay, ich bin sprachlos. Trotz der Übermacht konnte die Herausforderung gemeistert werden. Wir haben einen fantastischen Preis für Yuri. Du hast es geschafft. Nur noch ein Level. Unsere einzige große Hoffnung für den Sieg im legendären 100-Mann-Kampf steht vor uns. Kämpfer, zeigt uns, was du kannst. Der letzte Kampf erwartet dich. Rote Kräutersammlung, cool. Okay, aber es ist machbar. Ne? Würde ich sagen. So, wir haben jetzt Kräuter bekommen. Oh ja. Hm. Ich hätte gern irgendwie so eine Waffe oder ein Kostüm. Das wäre geil. Oder hier irgendwie so eine Benachrichtigung. So, ja, sie haben das geschafft, aber wird ja alles nicht angezeigt. Ja, okay, hier sind natürlich wieder Leute. Ja, ich bin Platz 26.492. Geil. Alles klar, dann würde ich ja sagen, ich werde erstmal mit den anderen Charakteren hier diese Level auch machen. Und dann versuche ich mich mit Yuri mal auf 100 Mann Nahkampf, weil gucke ich das jetzt schon wieder an, der hat jetzt schon wieder vollen Vorsprung und ich will dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Level sind. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ich werde laden, dann werde ich gucken, ob ich da mit den schwächeren Charakteren auch alles schaffe. Also das wäre dann wahrscheinlich
Estelle und Carol, weil mit denen sind, ist immer irgendwie am schwierigsten. Carol ist so langsam und Estelle hat irgendwie komische Angriffe. Aber die hat ja auch diesen geilen Zauber jetzt, wo einfach so Lichtregen vom Himmel kommen. Also dürfte eigentlich, mit Rita sollte eigentlich am einfachsten sein. Mit der kann ich einfach Dings hier spammen. Diesen einen Angriff hier, Springflut. Und ja, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich hier, ja, ein bisschen aufgeräumt habe. Und dann gucken wir mal, ob ich den 100-Mann-Kampf schaffe. Kann. Und ja, bis gleich. Es geht. Ara, Patty. Kyou mo ryori touban na no? Koko no tokoro zutto yo ne. Kawarimashou ka. Unnya. Suki de yatteru kara mondai nai no ja.本当に下心がないのかしら。あの子のことだから、なんか打算がある気がするのよね。パティはいい子ですよ。でも食事で有利を釣ろうくらいは考えてそうね。食い物で俺を釣るなら俺だけ特別メニューくらいはしてくれねえとな。そこまでのひいきはされてないよね。知らんのなら教えてやろう。一家の食事を預かるものが真の権力者なのじゃ。 権力者?食事を任された人間が家では一番力があるということね。なのじゃ。食事は大事だから、うちをないがしろにはできないはずじゃ。確かに、Alles klar, wir sind wieder hier in Darngrest und zwar vor dem Kochwettbewerb und ja. Man sehen kann, ich bin diesmal vorbereitet. Ich habe Patty die Kochklamotten gegeben und ich habe, ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, ne? Aber ich mache es noch mal natürlich, weil ich mich so gerne reden höre. Und zwar, ich habe mit Patty jedes Rezept gemeistert, ne? Und das muss man alle irgendwie machen, um den Kochwettbewerb zu gewinnen, so wie ich das verstanden habe. Und ja, wir gehen jetzt noch mal hier rein. Ich habe natürlich einen Spielstand geladen, bevor ich hier in den Kochwettbewerb gegangen bin, und ja, deswegen kann ich den jetzt noch mal machen. Ich glaube, sonst hätte man den nicht machen können. Und ja, wir machen das Ganze jetzt noch einmal. Wir melden wieder Patty hier an mit ihren Klamotten jetzt, und ja, dann gucken wir mal, ob sich irgendwie was ändert, ob einige andere Szenen anders sind oder so. Und ja, boom, wir machen mit Patty dieses Kochduell noch mal. Mit Patty am Bruder gewinnen wir bestimmt. Ah ja, aber das ist nur mehr. Er steuert den richtigen Kurs. Ich enthalte mich, weil ich im Gegnerteam bin und so, ne? Hm. So. Wird das Meister jetzt erstmal überspringen, weil Meister davon kennen wir ja, ne? Wird auch wahrscheinlich jetzt unverändert sein, ne? Meine Damen und Herren, bla 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 bla. Ganz schön hochkarätige Veranstaltungen. So, hier kommt Patty, die Sterneköchin. Bisschen der Koch da oben eigentlich sein. Oh, die sieht ja aus wie ich. Mein Gott, Plot Twist. Ein Flynn-Hochstapler. Ich enttäusche dich nur gerne, aber ich bin der Echte. Wenn ich auf die rechte Seite schlägt, gebe ich kein Pardon. Alles klar, können wir alles schon. Gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt müssten eigentlich die Sachen ein bisschen anders sein, ne? Ich verstehe bis heute noch nicht, wie Flynn irgendwie besser abgeschnitten hat. Der ist ein miserabler Koch. Nur weil er Essen besser aussah oder so, das ist auch voll schwachsinnig. Was sind das für Köche, wenn die denen den Sieg geben? Plus Kochlöffel weglegen. Okay, so. Ja, das sieht gut aus. Hm, das ist sehr köstlich. Da ging es das Essen im Schweißer der Ritter richtiger Schweinefraß. Nicht schlecht, ich würde dafür sogar bezahlen. Ein zarter Geschmack mit einem Hauch von Abenteuer. Das ist fast besser als das Essen des kaiserlichen Chefkochs. Fantastisch. Betty, du bist ein kulinarisches Genie. Ich weiß eben, wie man einen guten Koch wählt. Sieht so aus, als hätten Pettys Speisen einen guten Eindruck bei der Jury hinterlassen. Nun, die Speisen ist herausfordernd. Das reicht Koch Flynn. Wow, das sieht gut aus. Das ist ein Kunstwerk mit dem Teller als Leinwand. Mal wissen, wenn ich jetzt mit Flynn auch alle Rezepte gemeistert hätte, wie wäre das denn dann ausgegangen? Das ist mal eine gute Frage, ne? Egal. Ja, das schmeckt grottig. Was ein Fraß. Pfui. Wie geht? Ja, wie hatte ich denn bitte schon beim ersten Mal verloren, ganz ehrlich?
Anscheinend habe ich die falsche Wahl getroffen. Dabei dachte ich, hätte es gut gemacht. Es ist ein Sakrileg gegen die Kochen, sonst sollst du im Charme versinken. Jetzt kommt der da runter, haut den einen mit der Pfanne. Kulinarischer Schwindler mal wieder. Einfach den Rezept für alles gut gegangen, aber er muss ja unbedingt seine eigene Note reinbringen. Okay, kann man auch alles. Diesmal müssen wir ja gewonnen haben. Die Gilden, Köchin, Patty hat gewonnen. Der Mann einer Landratte kann meine nautischen Köstlichkeit nicht das Wasser erreichen. Gegen dich hatte ich keine Chance. Sei nicht traurig, ich spiele jederzeit gerne deinen Geschmackstester. Das kann nicht stimmen, lass mich das Essen probieren. Ja, ich möchte den Kommandanten nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist zu gefährlich. Ach so, den sein, okay, ich wollte schon sagen, da kann unmöglich so grauslich. Da gibt es einfach so in einer Konferenz wird der wird dir Köchin Patty der Titel Spitzenköchin verliehen. Herzlichen Glückwunsch! Yay, ich habe wenigstens den Titel bekommen. Das ist das Ende des jährlichen Menükochs der Fortuna. Kochduell der Fortuna bis zum nächsten Jahr. Geil, noch ein Titel bekommen. Diesmal haben wir gewonnen. Kochen kommt vom Herzen, verliere dich nicht in Äußerlichkeiten. Ich kann dir nichts beibringen. Unser Guild wirst du stets willkommen sein. Jetzt auf meinen Techniker gesehen hast, nehme ich dich gerne als Lehrling an. Hä? Wie gesagt, das perfekte Riecht, das Ergebnis des Austauschs harter Kritik. Nur so kann Perfektion erreicht werden. Mein Kochen kommt es nicht auf den Einsatz des Einzelnen an, sondern auf den Teamarbeit. Dafür gebe ich dir alle Titel. Okay. Juri Volkskoch. Cordon Bleu. Gildenkoch. Oh, alle haben jetzt ein Dings bekommen. Laborköchin. Wochenendkoch. Köchin-Mama. Auf jeden Fall war es ein gutes Duell. Ich freue mich schon darauf, euch wiederzutreffen. Mary Peter hat keinen Titel bekommen. Und Flynn auch nicht, glaube ich. Oder? Doch, Flynn hat gerade einen bekommen, oder? Du uns sagst, dass du so lange warten musstest, Repeat. Wuff, wuff. Gute Arbeit, alle zusammen. Was musst du gerade sagen, Flynn? Glaube ich, dass du für das Reich angetreten bist. Bla 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 bla. Kennen wir alle schon. Okay. Oh, sie hat einfach den Titel gegeben. Okay, geheimnisvoller Koch. Das Rätsel des Wunderkochs. Aber es gibt schon gesehen. Ich hatte erstmal überhaupt aufgenommen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, aber ich habe es nicht aufgenommen. Doch. Okay, dann haben die aber nicht jetzt auch irgendwie Kostüme dafür bekommen, oder? Nee, schade. Übermacht den Meister, die Meisterin. Das reicht, wenn man Mamas Rezept zur Hand hat. Oh. Aber macht nichts. Selbst der kulinarische unbegabte Koch kann ein Rezept befolgen. Pass nur auf, dass er nicht zu improvisieren anfängt. Wo sind Berserker? Alles klar, Volkskoch. Du kannst gut mit Messern umgehen und hast einen guten Geschmack. Gibt es das, was du nicht kannst? Dann noch Kochkünste erinnern an die gute alte Küche zu Hause. Sie stehen einen Haubenkoch im Nichts nahe. Oh, Repeat hat keinen Dings bekommen. Das ist ein bisschen schade. Gildenkoch. Kochen ist wie erfinden. Es hängt alles davon ab, wie viel Anstrengung man investiert. Nee. Repeat fühlt sich hier voll geleimt. Den Zutaten nimmst du es nicht so genau, aber das Ergebnis ist immer perfekt. Spitzenköchin, ein Bissen und du bist hin und weg. Zwei Bissen und dir kommen die Tränen. Drei Bissen und du bist verliebt. Sie ist die Königin der Küche. Ist ja perfekt. Ich sie ausgewählt habe. Genau die richtige Mischung aus Gewürzen und Kräutern. Wer kocht, der experimentiert. So, und da wir jetzt schon ein paar neue Titel bekommen haben, hier die ganzen kritischen Treffertitel und
Kochtitel, würde ich sagen, wir gehen mal zu den einen Typen und gucken, ob wir jetzt eigentlich wieder ein paar Accessoires abholen können. Dekoration meine ich. Ist schon, was ich meine. Ne? Ja, okay, okay. Und dann kann man die Mission auch irgendwann mal irgendwie abschließen oder so. Aber dank der Bemühungen habe ich 4 neue Rekruten. Hier ist die versprochene Belohnung. Hundeleckerli. Gehen und sammle mehr Titel. Hallo, bla 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 bla. Hasenohren der Gerechtigkeit. Kätzchen. Oh mein Gott. Hier ist der versprochene Preis. Du hast ihn verdient. Der hört sich anders an. Rote Hasenohren. Ich lege überhaupt keinen Wert auf sie. Die Hasenohren bringen dein Messer zum Forschen. Hahaha. Ach ja, ist eine Hasengilde. Deswegen. Wir haben es fast geschafft. Ich brauchte nur noch etwas mehr Aufmerksamkeit. Also du schon wieder gehen, bricht der Welt von der Hasengilde. Komm schon. Ich nehme mal an, auf Level, nee, auf Level 100 haben wir ja auch Titel bekommen, ne? Ja, nee, die habe ich noch gar nicht durch. Bin ich noch gar nicht durchgegangen, glaube ich. Zeig mal hier. Hohepriesterin, ne? Deine heilige Aura und deine heilenden Kräfte können die Zukunft verändern. Gebieter, gerecht und majestätisch, der Held des kaiserlichen Ritter, seine Klinge strahlt hell, sein Lächeln warm. Ich nehme mal auf Level 200 kriegen wir auch noch mal irgendwie einen Titel, ne? Legendärer Schwertkämpfer, deine Fertigkeit übertrieben selbst jene geübte Schwertkämpfer. Groß Drachenfrau, Drachen. Da hat hier ein Drachenmeister, ne? Nach dem Sieg über tausende von Gegnern gewinnt dir die Siedlung. Ne, das klingt irgendwie anders, oder? Keine Ahnung. Leuchtender Kämpfer, ich kann noch viel mehr. Der todesmutige Blick in meinen Augen leuchtet heller als 1000 Sonnen. Stopp, stopp, ne? Hund im Nirvana, du verstehst die menschliche Sprache, beschließt aber bewusst sie nicht zu besprechen. Genau. So, du hast das Böse wie das Gute gesehen, Erfolg und Misserfolg gelegt. So kamst du zu Ruhm und Ehre. Tödlicher alter Mann. Piratenkönig, mein Glück und Können beschwören mehr Ruhm und Reichtum, das Meer gehört mir. Und noch viel mehr. Meister Magier, Himmel und Erde, Gut und Böse, du hast die letzte Wahrheit herausgefunden und diesen Titel verdient. So, dann gehen wir noch mal zur einen vor, gucken, ob man die irgendwas aus diesen Hasenohren und so machen kann. Gibt es irgendwie was, wenn ich das ausrüste? Keine Ahnung. Irgendwie nicht schade. Hier war das, ne? Ich glaube ja. So, gib mir mal, weiß ich nicht, ein paar Accessoires. Für meine Accessoires. Mal schauen. Sieh euch einen an, ihr habt was Besonderes an euch, bla bla bla. Perfekt. Kann man hat den folgenden Titel halten. Froschhandschuhe. Ich bin fast zufrieden. Wir machen Fortschritte. Kommt wieder her, wenn ihr mehr modische Objekte gefunden habt. So, schon wieder was. Froschdetektiv, was? Sind dafür Titel, die ich hier bekomme. Erstmal die Bilder zurückbringen, ne? Boom. Hm? Was ist das denn? Ach, das ist dieser eine, okay. Was ist das hier? Keine Ahnung. Komm, die ganzen Froschtitel, warum auch nicht, ne? So, noch was. Cool. Kleiner Goldritter. Zeigen. War das, ach, da war das, okay. Ich so lange nicht schon hier reingegangen.
mit meinen ganzen Dingern. In dem Streit der Haupt wie Pusgold. Es war nur golden bemalt, aber das muss ja niemand wissen. Geil. Sah viel besser aus. Okay. So, ich hoffe, jetzt drei Titel waren genug, um jetzt noch mal irgendwie eine Belohnung zu bekommen von der Hasengilde. Das wäre sehr gut. Ich bezweifle es, aber wer weiß. So, wie gesagt, ich nehme an, auf Level 200 kriegt man auch noch mal Titel, ne? Oder Level 150 und dann noch mal 200, keine Ahnung. Garantiert auf 200, bin ich mir ziemlich sicher. Also, da wird noch dauern. Aber es wird passieren in diesem Spieldurchlauf. Nehme ich an, hoffe ich. Okay, dann war's das. Alles klar, dieser Part ist übrigens nach den 100 Mann Colosseum Run, den ich noch hochladen werde, nach diesem Part. Also ja, deswegen, ich habe einige neue Waffen bekommen und die kann ich jetzt, deren Fertigkeiten kann ich jetzt auch endlich mal lernen. Das heißt, ich werde jetzt wieder eine kleine Trainingssession machen in diesen Anfangsgebieten hier, damit ich kein Level hier noch aufsteige, ne? Hier wahrscheinlich irgendwo. Weil ich will auf Level 100 hier den finalen Boss schaffen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den 100-Mann-Kampf hier mal versuche und hoffentlich auch schaffe, ne? Werdet ihr ja sehen. Alles klar. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch was reingepackt wird, aber ich glaube eher nicht. Von daher sage ich schon mal jetzt Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Es geht. ってことだよね。下手になさけをかけたら思うすぶりで敵さんが余計にかわいそうじゃない。それでもちょっと情けをかけてあげる余裕は見せてあげてもよかったと思うんだけど。涼しい顔して一番容赦ないのはジュディスちゃんかもね。あら、そうかしら。自覚ないらしいぜ。ないふりして。自分で言うのもめっちゃ不快だ。オッケー。 So, ich habe gerade ein Rezept mit Estelle gemeistert. Also nehme ich mal an, dieses Git hat was damit zu tun, ne? Es geht. エステル、玉ねぎのスープはなんて言うんだ?オニオンスープですけど、ならポテトスープだね。ちゃんとビッソワーズって料理名があるんですおい、リタ。このスープなんて名前だ?あ?芋汁でしょ?どうして誰もビッソワーズって呼んでくれないんですか?ああ。オッケー。 Weil ich das Rezept hier gekocht habe, alles klar.